Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute möchte ich gerne mal mit euch über das Thema sexuelle Selbstbestimmung als Opfer von sexueller Gewalt sprechen und was muss ich tun, also was muss ich als Frau tun, um meinem Partner zu gefallen? Oder was müssen Frauen tun, um Männern zu gefallen? Das ist also gerade wenn man sexuelle Gewalt erlebt hat, sind Minderwertigkeitskomplexe sehr, sehr oft im Spiel. Und die Frauen meinen dann, da möchte ich mich gar nicht ausschließen, das war früher mal bei mir auch so, jetzt zum Glück nicht mehr, aber oftmals meinen vergewaltigte und missbrauchte Frauen, dass sie sexuell gewisse Dinge tun müssen, um dem Mann zu gefallen. Und die Antwort auf, was du tun musst, um dem Mann zu gefallen, ist so simpel, dass du es gar nicht denken würdest. Also erstens, du musst gar nichts tun. Du musst nichts leisten, damit der Mann dich mag. Entweder er mag dich oder er mag dich nicht. Das ist schon mal der wichtigste Punkt von dem Ganzen. Es gibt aber tatsächlich eine Sache, die du tun kannst, um für Männer unwiderstehlich zu sein. Und dafür musst du weder ein Topmodel sein, noch super große Brüste haben, 5 Tonnen Schminke oder ach, keine, was man nicht alles für Schönheitsideale hat. Es gibt eine Sache, die Männer unglaublich anziehend finden. Und zwar, wenn sie merken, dass du, also zum einen Selbstbewusstsein, wenn du eine sehr selbstbewusste erotische Ausstrahlung hast, ja, wie kannst jetzt du eine erotische Ausstrahlung haben? Indem du dich wohlfühlst, indem du dich wohl in deinem eigenen Körper fühlst, wohl als Frau und indem sie beim Sex merken, dass das gerade für dich erfüllend ist und dir Spaß macht. Also du musst nicht irgendwas machen im Bett, was dein Partner super gerne hat, weil du weißt, es gefällt ihm und du hoffst, dass du ihm dadurch gefällst. Männer merken auch, wenn du sexuell gesehen was machst, worauf du einfach keinen Bock hast. So, und oder wenn sie wissen, du hast auf was keinen Bock und du machst es trotzdem. Was Männer aber merken ist, wenn du erfüllt bist in dem, was ihr gerade sexuell macht und wenn du Spaß hast. Spaß kannst du ja nur haben, wenn du nur Dinge tust, die dir gefallen und die dir Spaß machen. Und wenn du das tust, dann hast du eine unglaublich erotische Ausstrahlung und hast damit eine gigantische Anziehung auf Männer. Und da sind kleine Schönheitsmakel nicht relevant. Diese Schönheitsmakel, die hat jeder von uns. Die haben die Männer genauso wie wir Frauen, die haben. Keiner ist perfekt. Den Begriff finde ich eh ein bisschen blöd, weil was ist perfekt? Aber das ist die wichtigste Aussage des Ganzen. Und ich weiß ja, meine Videos schauen nicht nur Menschen an, die Opfer von sexueller Gewalt wurden, sondern auch, keine Ahnung, Leute, die mich so kennen oder die halt auf meinen Kanal kommen. Das trifft auf jeden zu. Sex ist einfach ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Und je authentischer du selbst bist, desto besser wird's. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Du musst es mal selber ausprobieren. Du musst, ja klar, man kann sich nicht von heute auf morgen selber lieben. Aber dazu habe ich ja schon mal ein Video gemacht, was man so tun könnte, um mal damit zu beginnen, sich selbst mehr zu mögen. Aber du musst einfach immer wissen, dass du so toll bist,
wie du bist. Du bist schon so eine vollwertige Frau. Du musst nicht irgendwelche Leistungen vollbringen, dass du dann eine vollwertige, tolle Frau bist. Du bist jetzt schon eine Frau. Und Frauen sind was Tolles. Und wenn sie genießen und entspannen, sind sie noch toller. Und da muss man jetzt gar nicht mehr länger um den heißen Brei reden. Damit beende ich das Video auch schon. Du kannst es mal ausprobieren und wirst erstaunt sein, was sich für dich im Sexuellen ändert, wenn du das beherzigst. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und es ist eine große Erfüllung. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn du mir deine Erfahrungen berichten möchtest, die du mit dem Thema gesammelt hast. Und freue mich, wenn du wieder einschaltest. Tschüss!